Ja, moin, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Kamikaze Simulator. Wir sind immer noch dabei zu finden, wo passen die Teile noch in, die wir noch haben. Wir haben noch 12 Lego bauen, denke ich, so mehr oder weniger quasi. So, gucken wir mal nach, ob hier noch irgendwas fehlt, was hier noch rein muss. Irgendwo sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas, ne? Ölwanne, ja, drauf. Aber ich habe noch Federn und. Ach, natürlich, wenn hier noch was fehlt. Warte mal, hier passt doch noch, sicherlich noch ein. Oder muss man da nicht, muss doch nicht noch irgendwas rein. Guck mal, wenn da noch irgendwie eine Gummilagerbox rein muss, kann da noch, da sind ja noch eine Feder irgendwo drauf, oder? Hier muss noch was drauf. Ich weiß nicht, aber siehst du auch immer gerne. So, hier könnte auch was rein. So, wird ein Schuh draus. So, das gucken wir uns das ganze Ding auch nochmal auf der anderen Seite an, damit wir da nicht auch noch was haben. Wie gesagt, da sind noch Teile dabei, die ich mir denke, dass da noch was hinkommt. Ja, sehen wir mal. Seht doch mal hier. Hier wird noch was reinkommen müssen. So. Guck mal, da ist doch alles schön. Hier kommt noch eine rein. Eine, glaube ich, noch. Oder müsste das jetzt sein? So. Ich habe immer noch eine Feder. Und nimmst du noch eine Feder rein? Ist die da drin? Ist die hier drin? Guck mal, hier unten ist noch. Hier fehlt da noch eine Feder hier hinten drin. Eine Frage, wo sitzen die? Hier hinten irgendwo drunter. Ja, natürlich hier, weil hier noch was fehlt. Hier fehlt nämlich noch eine Gummilagerbuchse. Da kann der Querlenker da rein. Und dann kann hier oben kann hier die Feder drauf. So. Perfekt. So, also muss ich gerade gucken. Ich gucke jetzt gerade, ob noch irgendwas fehlt, was ich im Inventar habe, was nicht so sein soll. Hier fehlt noch ein Nummernschild. Okay. Aber dann haben wir sie alle. Dann haben wir alle Teile drin, die wir eigentlich haben sollen. Kann ich nämlich gleich Öl reinmachen. Vor allem muss das dieses Nummernschild dran. Montage. Vorderes Nummernschild, gut. Ist auch drin. Nummernschild stand als das hinten. Ne, ich habe den ganz runter gemacht. Ach so, das muss ich jetzt drauf machen. So, jetzt. Jetzt gucke ich mal nochmal im Inventar nach, ob ich noch irgendwas habe, was ich nicht sein soll. Und ansonsten müsste das Auto bis auf das Öl eigentlich alles fertig sein. Jetzt kann ich Öl reinsetzen. Und dann war das ein ziemlicher Akt mit der Karre. Halt, stopp. Motor. Öldeckel mal raus.
Blub, 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 blub. So, perfekt. Zurück. Ölwechsel drauf. Auto zu. Klappe zu. Boah, dann haben wir die Auftrag. Haben wir den Auftrag beendet. Liebe Leute, was für ein Akt mit diesem Auto, ey. Boah, ey, Spaß, es hat sich gelohnt, Liebe. Es hat sich wirklich gelohnt, ja. Also die Karten kommen auseinander gepasst über mehrere Folgen. Jetzt die das Auto fertig gemacht. Wie viele Punkte haben wir denn überhaupt? Prüfe Teil mal schneller, sagen wir so. So, dann setze ich die Karre jetzt hier vorne auf die Hebebühne. Fahrzeug bewegen, wo habe ich das denn hier? Fahrzeug bewegen, hier vorne auf die eine Hebebühne. Erste Hebebühne. Dann kann ich nämlich den nächsten Auftrag raufnehmen. Aber wir könnten auch was anderes machen. Ich guck mal gerade, wenn ich die Karre fertig habe. Ob ich hier auch irgendwo Möglichkeit habe, zum Schrottplatz zu fahren. Den Schrottplatz kann ich gar nicht, ne? Oder geht das doch gar nicht? Das geht, glaube ich, doch gar nicht, ne? Ach, nee, leider nicht. Leider noch nicht. Ich glaube, das geht das ab einem bestimmten Level. Gut, dann gucken wir mal, was wir noch an Aufträgen haben. Oh, wir haben noch einen Kampagneauftrag hier unten. Den ziehen wir nämlich vor. Setz dich mal drauf. Bitte jetzt nicht wieder so eine Karre. Jetzt muss es ein etwas anderes Auto. Aber ist egal. Alles ist gut. Wir bauen jetzt erstmal den hier noch auseinander. Und dann schauen wir mal, wie weit fahren. Was hat denn der jetzt eigentlich hier an den Wegchen? So ein bisschen. Bremsbeläge, Bremsscheibe, AB Steuergerät, Bremsscheibe innenbelüftet. Ja, das ist harmlos eigentlich, mehr oder weniger. Ja, machen wir das so. Dann gehen wir hier mal hoch. Lass mal die Reifen runter. Das ist doch harmlos. Das kriegen wir relativ zeitnah zusammengebastelt. So. Und da muss ich jetzt nicht unbedingt. So, wir gehen jetzt auf die Aufhängung. So, da bremst das Zack-Zack gewechselt. Ja, hier ist eine Bremse. Bremsbeläge runter, glaube ich. So, da geht's dran. Gut. Dann das runter. So, hier auch ein bisschen, hier ist auch Bremsbeläge runter. Die Karre sieht aber auch so übel zerrostet aus, ne? Gut, dann haben wir das auch runter. Achso, hier. Das war eben gar nicht, weil die Karre so runter ist. Ich glaube, das musste so ein Teil, war das, was das sperrt. Also ich hätte, glaube ich, die Karre, ich hätte die Karre nicht auseinanderbauen müssen, so krass. Ich denke mal, das Kampagnenfahrzeug machen wir sowieso in der nächsten Folge. Ja, es geht natürlich jetzt klar, dass das jetzt einige Aufträge weggehen, aber es ist jetzt ehrlich gesagt erstmal wichtiger, hier die Aufträge zu machen. Ich ziehe jetzt quasi die Kampagnenaufträge vor, und der steht jetzt schon was länger hier. Deswegen habe ich jetzt gesagt, komm, scheiß drauf. Ja, deswegen ziehe ich den jetzt vor dem Kampagnenauto. Normalerweise mache ich das Kampagnenauto fertig, aber den mache ich jetzt hier in Rot fertig und dann machen wir Ende für heute. So, gucken. Fahrzeuginfo. Bremsbeläge, Bremsscheibe, Bremsscheibe. Muss die Bremsscheibe auch noch runter machen oder was? Da muss noch eine Bremsscheibe dabei gewesen. Also zwei, glaube ich sogar, ne? Bremsscheibe im Löffel, Bremsscheibe. Bremsbeläge.
Dann die Scheibe mal runter. Schenke brauche ich jetzt nicht. Gut. Ich damit. Ich damit. Und ich damit. So, jetzt muss ich gucken, ob ich die alle habe, die Teile. Das ABS-Steuergerät. Oh, das kennen wir ja schon mittlerweile. Jetzt will ich nochmal runtersetzen. Ich noch einen Motor. Wir sitzen das. Muss ich jetzt gerade nochmal hingucken. Sitzen das bei der Karre hier? Auch hier hinten eigentlich? Ich muss noch hier sind. Weil bei den Audis ist das relativ einfach. Ich sitze hier hinter, aber ich muss jetzt gerade gucken, was bei dem Auto sitzt. ABS, Steuergerät. Da ist es. So, Fahrzeuginfo. Gut, dann machen wir noch die Bremse einrichten. Ich habe die jetzt komplett runter. Ich habe mit zweimal inbelüftet, zweimal normal und gib ihm. Brems. So, die kriegst du jetzt 4 Bremsbeläge. Neu. Bremsscheibe 2. Bremssattel 4. Bremskolben 4. 2. So, was hat er gesagt? ABS noch irgendwas, ne? ABS Steuergerät. So. So, okay. Muss jetzt eigentlich. So, dann fangen wir jetzt an mit dem Steuergerät. Wollen wir das kurz in meinen? Das ist hier hinter der Garage. Das weiß ich. Das ist hier. Jetzt auch die Aufhängung hier. Okay, ist ja komplett die Anlage neu. So. Die Bremsanlage soll neu. Also, hauen wir sie rauf. Ich das einmal komplett aufgeräumt, nur die Teile. So. So, Bremsscheibe rein. Bremsbeläge neu. Bremssattel Typ A rein. Bremsscheiben drauf, Bremskolben drauf. So, dann machen wir das ganze Ding auf der letzten Seite und dann müsste das Auto soweit durch sein. Dann sind wir eigentlich fertig. So. So. Natürlich drauf. So, und dann können wir die Reifen drauf machen. So.
Dann kriegt er jetzt vorne hier noch die Dings drauf. Rauf damit. Neue Reifen, neue Felge und neue Reifen drauf. Und das ganze Ding auf der letzten Seite und dann müsste der eigentlich durch sein. Der hat jetzt noch mal was zu meckern. Also eigentlich hat er ja alles. Er hat jetzt komplette Bremsanlage neu bekommen und er hat die das ABS-Steuergerät neu gekriegt. Also eigentlich jetzt ein Klacks, das kennen wir ja mittlerweile. So. So, eigentlich hat er jetzt nichts mehr zu meckern, oder? Nö, hat er nicht. Also können wir den Auftrag abschließen und damit ist das Thema gegessen. So. Den stelle ich vorne auf die Dings drauf. Nein, weiß nicht. Den stelle ich vorne auf die Fahrzeuge bewegen. Auf die erste Hebebühne. Können wir nämlich den nächsten Auftrag annehmen. Warte mal. So, haben wir noch irgendwas Wichtiges jetzt? Nee, ne? Das heißt, du hast noch ein bisschen. Das heißt, wir kriegen jetzt mal den. Hauen wir es mal den Smith hier rauf. Ach, den. Nehmen wir den Jeep mal. Immer was anderes. So. So, Fahrzeug bewegen. Parkhaus. Achso, ich kann nur Fahrzeuge parken, die mein Eigentum sind. Okay, ich wollte jetzt nämlich clever sein, den Jeep hier rüber zu parken und dann quasi mehr oder weniger die nächsten Aufträge anzunehmen. Okay, ist leider noch nicht möglich. In die Richtung. Ich guck mal gerade, was die Werkzeugbank jetzt sagt, schnell, bevor ich hier Feierabend mache für heute. Haben wir denn gar nichts am anderen? Noch haben wir ja nichts. Aber wir kriegen es so nach und nach. Liebe Leute, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter hier mit dieser Karre. Und ja, dann gucken wir mal, was der so. Was hat denn der so an Mucken? Gar nichts, das ist teuer. Das heißt, ich muss wieder ganz viele Teile suchen. Ich bin der Roadmaster, sondern ich im Internet. Ich bin der King of the World, zumindest in PC-Spielen. So habe ich mein Auto gekauft, damit kann ich nun anzeigen, dass ich auf einer echten Straße drauf habe. Bitte schau mal nach den Felgen, das stimmt, irgendwas stimmt nicht. Ach ja, irgendwas klopft der Motor, das bist du auch geprüft. Bis dann, Bro. Okay, also irgendwas mit den Felgen. Kriegst du auf jeden Fall neue Felgen drauf, wahrscheinlich, neuer Motor. Und dann gucken wir mal. Irgendwas klopft der Motor. Naja, das werden wir dann, wie gesagt, uns in der nächsten Folge angucken. Pack mal den kurz drauf, damit er nicht wegfährt. Dein Fiat Punto, ja, ist ein Punto. Gut, und dann freue ich mich, wenn du wieder einschalten würdest hier beim Car Mechanic Simulator.